Willkommen zu einem neuen Video von The Walker TV. Schnapp dir ein kühles Getränk und deine Lieblingschips, denn wir beginnen jetzt eine Zeitreise in die deutsche Kriegsgeschichte. In diesem Video dreht sich alles um das bekannteste und zeitgleich auch das gefürchtetste Maschinengewehr im Zweiten Weltkrieg. Es wurde daher auch elektrisches MG genannt. Die deutschen Soldaten gaben dem MG 42 Spitznamen wie Hitlersäge, singende Säge oder auch Knochensäge. Öfter ist auch die Bezeichnung Hitlersense zu finden. Weiterhin kursierte in Anlehnung an die Stalinorgel auch der Begriff Hitlergeige. Unter der amerikanischen Bevölkerung ist der Begriff Hitlers Buzzsaw für das MG 42 heute noch bekannt. Von 1942 bis 1945 standen alliierte Soldaten im Zweiten Weltkrieg vor einer entscheidenden Herausforderung. Der Feind war mit dem effektivsten Maschinengewehr bewaffnet, das im Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde. Diese hervorragende, mit Trupps ausgerüstete automatische Waffe und die Taktiken, die die deutschen BAI ihrem Einsatz anwandten, bestimmten in vielerlei Hinsicht die Art und Weise, wie Infanteriekämpfe in Europa während des größten Konflikts des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden. Das MG 42, möglicherweise das beste Maschinengewehr aller Zeiten, entstand als Ersatz des Standardmaschinengewehrs der Wehrmacht. Das MG 34, das erstmals 1936 in Dienst gestellt wurde. Trotz all seiner Qualitäten und seiner Beliebtheit bei seinen Benutzern hatte das MG 34 seine Probleme. Nachdem sich die Wehrmacht 1941 an die Mauser AG-Werke wandte und die Entwicklung eines neuen Maschinengewehrs als Ergänzung oder Ersatz für das MG 34 forderte, schloss Mauser einen Vertrag mit dem Ingenieurbüro Johannes Großfuß, Metall- und Güterwarenfabrik aus Döbeln in Thüringen ab. Die Konstruktion des MG 42 stammt von Werner Gruner, der als Techniker bei der Metall- und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß arbeitete. Gruner war kein Waffenfachmann, sondern ein Spezialist für Serienfertigung, besonders im Blechprägeverfahren. Gruner wurde bei der Konstruktion des MG 42 vermutlich von Spezialisten für das Verschlusssystem unterstützt. Der Vorteil des neuen Verriegelungssystems bestand darin, dass es nur wenige bewegliche Teile enthielt und bei der Herstellung nur ein Minimum an maschineller Bearbeitung erforderlich war. Es verlieh der Waffe auch eine erstaunliche Feuerrate. Dies verursachte natürlich den sogenannten Laufaufstieg, ein übliches Nebenprodukt des schnellen automatischen Feuers. Dieses Problem wurde durch den Anbau einer speziellen Mündungsbremse gelöst, die von 1943 bis Kriegsende verwendet wurde. Das MG 42 war luftgekühlt und sein kurzer Gasrückstoß erleichterte das schnelle Abfeuern der Waffe. Mit dem Abfeuern des MG 42 war ein starker Rückstoß verbunden und die Verwendung eines Zweibeins, das auch beim MG 34 verwendet wurde, war erforderlich. Das Zweibein konnte vorne oder in der Mitte des Geschützes montiert werden, je nachdem, von welchem Gelände aus es abgefeuert wurde. Das MG 42 war in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs das bevorzugte Allzweckmaschinengewehr des Dritten Reiches. Das deutsche Maschinengewehr konnte auch mit einem Hochleistungsstativ, dem Lafette 42, verwendet werden, um eine leistungsstarke Plattform für Dauerfeuer zu schaffen. Die Lafette verfügte über ein Zielfernrohr, um engere Schussgruppen über längere Distanzen zu bis zu 3500 Meter zu ermöglichen. Das Stativ verlieh dem MG 42 auch ein gewisses Maß an Flugabwehrfähigkeit. Die Schulterstütze bestand aus Holz mit einem tief gebogenen Schaft und einer weiteren deutlichen Krümmung an der Vorderseite, damit der Schütze die Waffe mit der linken Hand in die Schulter ziehen konnte, um das Feuer besser kontrollieren zu können. Zu den Zubehörteilen des MG 42 gehörten ein vergrößerter Abzugsbügel für einen Richtschützen mit dicken Handschuhen und eine Vorrichtung mit Periskopvisier, um das Schießen hinter Brüstungen zu ermöglichen, wenn die Waffe auf einem Stativ montiert war. Das MG 42 feuerte eine 7,92 mm Patrone ab. Bei einer Mündungsgeschwindigkeit von 820 Meter pro Sekunde betrug die effektive Reichweite des MG 42 mit Zweibein 800 Meter. Die Waffe verfügte über einen flexiblen 50-Schuss-Metallriemen-Vorschub oder alternativ ein 75-Schuss-Schneckentrommelmagazin. Ein voller 50-Schuss-Munitionsgürtel würde innerhalb von 2,5 Sekunden aufgebraucht sein, die 75-Rundentrommel in 3,5 Sekunden.
Um längere Feuerstöße zu ermöglichen, verbanden die MG-42-Besatzungen normalerweise mehrere 50er Schussgürtel miteinander. Die autorisierte Besatzung jedes MG-42 bestand aus 6 Mann, die folgenden Aufgaben hatten. Besatzungsmitglied 1 war ein Junior-Unteroffizier, der als Schütze fungierte. Seine wichtigste persönliche Waffe war eine Pistole. Besatzungsmitglied 2 war ein Ladeschütze, der dem Richtschützen beim Zuführen der Geschützmunition half. Er trug eine Pistole. Besatzungsmitglied 3 trug Ersatzläufe und Munition für Maschinengewehre und fungierte als Späher des Schützenteams. Besatzungsmitglied 4 transportierte das Stativ und war mit einer MP-40-Maschinenpistole bewaffnet. Besatzungsmitglied 5 trug Verschanzungswerkzeuge, zusätzliche Munition und ein Repetiergewehr, Karabiner 98K. Besatzungsmitglied 6 brachte Waffenreinigungsmaterial und mehr Munition mit und war mit einem Karabiner 98K Gewehr bewaffnet. Als der Krieg voranschritt und die deutschen Streitkräfte von einem kritischen Personalmangel betroffen waren, schlossen sich Maschinengewehrabteilungen zu gewöhnlichen Infanterietrupps zusammen. Diese Trupps bestanden jeweils aus 9 Männern, 3 bis 4 pro Zug. Jeder dreiköpfige Teil des Trupps, Schütze, Ladeschütze und Aufklärer, bediente ein Maschinengewehr. Aufgrund seines geringen Gewichts und der einfachen Schussfähigkeit war es nicht ungewöhnlich, dass ein einzelner deutscher Soldat ein MG-42 im Kampf bewältigte. Während des Krieges produzierten mehrere Unternehmen den MG-42, allerdings nie in der Menge, die nötig war, um mit der ständig steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Dazu gehörten die Gustloff-Werke in Suhl, die Mauser AG-Werke in Borsigwald, Steyr in Wien, Großfuß in Döbeln und Maget im Jahr 1945. Sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bestand die Hauptaufgabe des deutschen Schützen darin, das von der Truppe bediente Maschinengewehr zu unterstützen. Als sich die MG-42-Besatzung bewegte, geriet der Trupp unter feindliches Feuer. Als das MG-42 aufgestellt wurde, gruben die Schützen Schützengräben für die Maschinengewehrmannschaft, während sie auf die Annäherung feindlicher Streitkräfte warteten. Als das MG-42 das Feuer eröffnete, wurden mehrere Schützen abkommandiert, um Munition zum Geschütz zu tragen. Da das MG-42 leicht genug war, um von einem Mann bedient und getragen zu werden, konnte der Träger mit den vorrückenden Kameraden Schritt halten. Seine Fähigkeit, innerhalb von Sekunden aufgestellt und einsatzbereit zu sein, machte das MG-42 im Angriff von unschätzbarem Wert. In der Defensive wurden MG-42 zwischen verschiedenen Positionen hin und her verschoben, um den Feind zu verwirren. Die Deutschen nannten diese Taktik Stellungswechsel, Positionswechsel und waren ein wesentlicher Bestandteil ihrer gesamten Maschinengewehrdoktrin. In Italien zum Beispiel wurde den deutschen Truppen die Aufgabe übertragen, weite Fronten in unwegsamem Gelände zu verteidigen. Und sie wurden zu Meistern im effektiven Einsatz des MG-42. Nirgendwo wurde dies deutlicher als im langen Kampf um die Stadt Cassino und die umliegenden Hügel. Von Februar bis Mai 1944 wurde Monte Cassino zur Festung der 1. Fallschirmjägerdivision. Die Schlachten am Monte Cassino waren eine Serie von 4 unabhängigen alliierten Angriffsoperationen zur Gewinnung eines Frontdurchbruchs in der deutschen Abwehrstellung, Gustav-Linie, zwischen dem 17. Januar und dem 18. Mai 1944. Aufgrund ihrer Dauer von 4 Monaten gelten sie zusammengefasst als eine der längsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges mit schweren Verlusten auf beiden Seiten. Die Schlacht um das Kloster Monte Cassino. Hoch über der Stadt Cassino liegt auf einem felsigen, 516 Meter über der Stadt gelegenen Gipfel ein ursprünglich im Jahr 529 von Benedikt von Nursia gegründetes Kloster. Die exponierte Lage mit ausgezeichneter Sicht über das Lirital, nach Süden entlang des Garigliano, nach Südosten auf die Stadt Cassino und die Ebene davor und auch nach Nordosten gibt den Mönchen, aber auch jedem anderen, der sich im Kloster befindet, die Möglichkeit, alles zu beobachten, was im weiten Umfeld des Berges passiert. Die in Jahrhunderten entstandene Anlage beherbergte eine große Bibliothek und viele historische Gemälde und war selbst ein architektonischer Schatz. Sowohl auf alliierter als auch auf deutscher Seite war man sich der besonderen Bedeutung einiger religiöser Stätten und der darin enthaltenen kulturellen und religiösen Objekte in Italien bewusst.
Wegen der besonderen historischen Bedeutung hatte der deutsche Oberbefehlshaber in Italien, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, verboten, das Benediktinerkloster in die deutschen Stellungen einzubeziehen. Die deutschen Fallschirmjäger bauten ihre Verteidigungsstellungen 300 Meter von den Gebäuden entfernt in den Berghängen auf und befolgten den Befehl, sich dem Kloster nicht weiter zu nähern. Diese Entscheidung ließ Kesselring den Alliierten mitteilen. Sie unterstellten zunächst eine Kriegslist, fanden aber weder während der Kämpfe noch später irgendeinen Beleg für deutsche Truppen im Kloster. Später bestätigte der Erzabt, dass die Deutschen Wort gehalten hatten: „Ich erkläre wahrheitsgetreu, dass sich innerhalb des Bereichs der heiligen Abtei Monte Cassino niemals ein deutscher Soldat aufgehalten hat, dass eine Zeit lang nur 3 Militärpolizisten anwesend waren zu dem alleinigen Zweck, die Respektierung der neutralen Zone zu gewährleisten, die um die Abtei errichtet war.“ Die deutschen Fallschirmjäger setzten ihre MG-42 defensiv ein und wehrten zahlreiche Bodenangriffe der Alliierten durch die Ruinen von Cassino und die Höhen rund um die betroffene Stadt ab. Oftmals folgte einem obligatorischen Rückzug unmittelbar ein mutiger deutscher Fallschirmspringer-Gegenangriff, der durch das schnelle und tödliche Feuer des MG-42 abgedeckt wurde. Die US-Armee war beeindruckt von der Leistung des MG-42 und der psychologischen Wirkung, die es auf amerikanische Kämpfer hatte. In Schulungsfilmen und Vorträgen der US-Armee wurde versucht, die Leistungsfähigkeit des MG-42 und seine Bissigkeit im Kampf herunterzuspielen. Sie betonten, dass die Waffe zwar schnell feuern könne, aber nicht viel Fläche abdecken könne und dass die Maschinengewehre keinen großen Schaden anrichten könnten, wenn die US-Soldaten weit voneinander entfernt blieben. In den Filmen und Gesprächen wurde weiter darauf hingewiesen, dass die beste Taktik im Umgang mit dem Biest darin bestehe, es während der etwa 8 bis 10 Sekunden, die die Mannschaft für den Laufwechsel benötigte, anzugreifen. Wie man sich vorstellen kann, folgten US-Soldaten, die bereits Erfahrung mit dem Beschuss von MG-42 hatten, diesem Rat nicht und zogen es vor, sich auf den Boden zu begeben, sobald sie den unverkennbaren Knall des MG-42 hörten, und sich am Boden festzuhalten, während sie auf freundliche Artillerie- oder Panzerunterstützung warteten, um mit dem Feuer fertig zu werden. US-Infanteristen mit Kampferfahrung führten nicht viele Frontalangriffe auf MG-42-Stellungen durch, da solche Versuche als selbstmörderisch galten. Im Jahr 1943 versuchte die US-Armee, das MG-42 zu kopieren. Der als T-24 Maschinengewehr bezeichnete Entwurf wurde durch die Einführung von Bestimmungen zum Abfeuern der US-Patrone 3006 erschwert. Die Leistung der Waffe war enttäuschend und das Projekt wurde aufgegeben. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in die deutsche Kriegsgeschichte gefallen. Das MG-42 war eine der gefürchtetsten deutschen Waffen im Zweiten Weltkrieg und hat in vielen Schlachten der deutschen Wehrmacht einen großen Vorteil verschafft. Allein das Geräusch einer deutschen MG-42 hat beim Gegner Angst und Schrecken verbreitet. Über welche deutsche Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg sollte ich deiner Meinung nach im nächsten Video berichten? Danke, dass du dieses Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du jetzt diesen Kanal abonnierst.